aus buddhistischen Lehrtexten. Nachdem wir zunächst von der Lebensgeschichte des Buddha bis zu seiner Erleuchtung und seiner ersten Lehrrede, der berühmten Predigt von Benares, gehört haben, wollen wir nun versuchen, mit Auszügen aus Lehrreden und Aussprüchen des Buddha in die Grundzüge seiner Lehre einzuführen. Ausgangspunkt ist die im alten Indien zu jener Zeit schon weit verbreitete Vorstellung von der Wiedergeburt oder Wiederverkörperung der Lebewesen nach ihrem Tod. Schon in den Upanishaden, den heiligen Texten der dem Buddhismus vorausgehenden Periode der indischen Religionsentwicklung, hatte sich diese Lehre durchgesetzt. Die Wiedergeburtslehre verband sich mit der Überzeugung, dass die neue Verkörperung der Wesen entsprechend ihrem moralischen Verhalten in den vorhergehenden Existenzen erfolgt. Dies bedeutet, dass moralisch richtiges Verhalten zu einer guten Wiedergeburt und unmoralisches Verhalten zu einer schlechten Wiedergeburt führt. In dieser Weise läuft der anfanglose Kreislauf der Wesen von Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt unermesslich lange Zeiträume hindurch ab. Dies wird in unserem ersten Text geschildert. Die Endlosigkeit des leidvollen Daseins ist der Beweggrund dafür, nach einer endgültigen Befreiung aus diesem Daseinskreislauf zu suchen, wie am Ende dieses Textes angedeutet wird. Wir haben schon aus dem Text über die der Erleuchtung des Buddha vorangehende Zeit erfahren, dass es damals zahlreiche religiöse Lehrer gab, die behaupteten, den Weg zur Erlösung aus diesem Daseinskreislauf gefunden zu haben. Der zweite der nun folgenden Texte handelt von der Einseitigkeit der unerleuchteten Erkenntnis. Hier wird uns in einem Gleichnis die Vergeblichkeit der Bemühungen derjenigen geschildert, die den richtigen Weg nicht finden können. Die besondere Erkenntnis des Buddha, die seine Lehre von anderen Erlösungslehren unterscheidet, besteht in der Einsicht, dass es keine unvergängliche Seele gibt. Alle Teile der Person sind unbeständig und der Veränderlichkeit unterworfen. Nur die vollkommene Erkenntnis des wahren Wesens dieses vergänglichen Daseins führt zur Befreiung vom Begehren und zur Erlösung und damit zum Ende des Leidens, zum Nirvana. Dies bedeutet das Ende des Kreislaufs von Leiden, Tod und Wiedergeburt. Nirvana ist das Wort für Erlöschen. Aber nur dem Unwissenden erscheint es als absolute Vernichtung. Für den Wissenden ist Nirvana der von der Welt der Erscheinungen radikal verschiedene Bereich des absoluten Friedens. Mit einigen aus den Lehrtexten ausgewählten Aussagen über das Nirvana endet dieser Teil unserer Textlesung. Die Unermesslichkeit der Wiedergeburten. Aus dem Endlosen, ihr Mönche, kommt die Wanderung. Kein Anfang lässt sich absehen, von welchem an die Wesen, im Nichtwissen befangen, vom Durst gefesselt, umherirren und wandern. Es kommt ein Tag, ihr Mönche, wo der große Ozean austrocknet und vertrocknet und nicht mehr ist. Nicht aber verkünde ich euch ein Ende, dass die Leiden der im Nichtwissen befangenen, vom Durst gefesselten, umherirrenden und wandernden Wesen finden werden. Es kommt ein Tag, ihr Mönche, wo der Sineru, der König der Berge, verbrennt, untergeht und nicht mehr ist. Nicht aber verkünde ich euch ein Ende, dass die Leiden der im Nichtwissen befangenen, vom Durst gefesselten, umherirrenden und wandernden Wesen finden werden. Es kommt ein Tag, ihr Mönche, wo die große Erde verbrennt, untergeht und nicht mehr ist. Nicht aber verkünde ich euch ein Ende, dass die Leiden der im Nichtwissen befangenen, vom Durst gefesselten, umherirrenden und wandernden Wesen finden werden. Aus dem Endlosen, ihr Mönche, kommt die Wanderung. Kein Anfang lässt sich absehen, von welchem an die Wesen im Nichtwissen befangen, vom Durst gefesselt, umherirren und wandern. Wie meint ihr, ihr Mönche? Was ist mehr, das Wasser in den vier großen Ozeanen oder die Tränen, die geflossen und von euch vergossen sind, wie ihr auf diesem weiten Wege umherirrtet und wandertet und jammertet und weintet, weil euch zuteil wurde, was ihr hasstet, und nicht zuteil wurde, was ihr liebtet? Durch lange Zeiten, ihr Mönche, habt ihr der Mutter Tod erfahren, habt des Vaters Tod erfahren, des Bruders Tod, der Schwester Tod,
des Sohnes Tod, der Tochter Tod, Verlust der Verwandten, Verlust der Güter. Und wie ihr Verlust der Güter erfuhrt, waren mehr die Tränen, die geflossen und von euch vergossen sind, als das Wasser in den vier großen Ozeanen. Und woher das? In der Ewigkeit, ihr Mönche, hat die Wanderung ihren Beginn. So ist denn Ursache genug, ihr Mönche, sich von den Gestaltungen abzuwenden, vom Begehren nach ihnen sich zu befreien, die Erlösung zu gewinnen. Die Einseitigkeit des unerleuchteten Erkennens. Also habe ich gehört. Einstmals verweilte der Erhabene zu Savatthi im Jetavana, im Garten des Anathapindika. Zu dieser Zeit kamen viele Asketen, Brahmanen, Wandermönche verschiedener Sekten nach Savatthi herein, um Almosen zu sammeln, verschieden voneinander in dem, was sie glaubten, was sie für recht hielten, was sie billigten, an verschiedene Glaubenslehren sich haltend. Da waren Asketen und Brahmanen, die also lehrten und also glaubten, die Welt ist ewig, nur dies ist wahr, alles andere ist Torheit. Dann waren da Asketen und Brahmanen, die also lehrten und also glaubten, die Welt ist nicht ewig, nur dies ist wahr, alles andere ist Torheit. Dann waren da Asketen und Brahmanen, die also lehrten und also glaubten, die Welt ist endlich. Die Welt ist nicht endlich. Seele und Leib sind dasselbe. Seele und Leib sind verschieden. Der Vollendete ist nach dem Tode. Der Vollendete ist nicht nach dem Tode. Der Vollendete ist und ist nicht nach dem Tode. Der Vollendete ist weder noch ist er nicht nach dem Tode. Nur dies ist wahr, alles andere ist Torheit. Die lebten untereinander in Hader, Zank und Streit, mit dem Speer ihrer Rede aufeinander losstechend. Dies ist Wahrheit, nein, dies ist nicht die Wahrheit. Dies ist nicht die Wahrheit, nein, dies ist die Wahrheit. Da waren nun viele Mönche, die kleideten sich am Morgen an, nahmen Almosenschale und Gewand und gingen nach Savatthi hinein, Almosen zu sammeln. Als sie in Savatthi den Almosengang vollbracht hatten, nach dem Mahl, vom Almosengang zurückgekehrt, gingen sie zu dem Erhabenen, brachten ihm ehrfurchtsvollen Gruß und setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprachen die Mönche zum Erhabenen also: Derweilen, Herr, viele Asketen, Brahmanen, Wandermönche verschiedener Sekten zu Savatthi, verschieden voneinander in dem, was sie glauben, was sie für recht halten, was sie billigen, an verschiedene Glaubenslehren sich haltend. Die leben untereinander in Hader, Zank und Streit, mit dem Speer ihrer Rede aufeinander losstechend. Dies ist Wahrheit, nein, dies ist nicht die Wahrheit. Dies ist nicht die Wahrheit, nein, dies ist die Wahrheit. Die Wandermönche von den anderen Sekten, ihr Mönche, sind blind und haben keine Augen. Sie wissen nicht, was wirklich und was unwirklich ist. Sie wissen nicht, was wahre Lehre und falsche Lehre ist. Nicht wissend, was wirklich und was unwirklich, was wahre Lehre und falsche Lehre ist, leben sie in Hader, Zank und Streit. Es war einmal, ihr Mönche, eben hier in Savatthi ein König. Der sprach zu einem seiner Leute: Geh hin, mein lieber Mann, und lass alle Blindgeborenen von Savatthi an einem Ort zusammenkommen. Ja, Herr. So nahm, ihr Mönche, jener Mann den Befehl des Königs entgegen, holte alle Blindgeborenen von Savatthi zusammen, ging zum König und sprach zu ihm: Herr, alle Blindgeborenen von Savatthi sind an einem Orte versammelt. So zeige, sage ich dir, den Blindgeborenen einen Elefanten. Ja, Herr. So nahm der Mann den Befehl des Königs entgegen und zeigte den Blindgeborenen einen Elefanten. So ist ein Elefant, ihr Blindgeborenen. Den einen Blindgeborenen zeigte er des Elefanten Kopf. So ist ein Elefant, ihr Blindgeborenen. Den anderen Blindgeborenen zeigte er des Elefanten Ohr, anderen einen Zahn, anderen den Rüssel, anderen den Rumpf, anderen einen Fuß, anderen den Rücken, wieder anderen den Schwanz und den letzten das Schweifhaar. So ist ein Elefant, ihr Blindgeborenen.
Als so der Mann ihr Mönche dem Blindgeborenen den Elefanten gezeigt hatte, ging er zum König und sprach zu ihm, »Herr, die Blindgeborenen haben den Elefanten gesehen, tue, was du jetzt an der Zeit hältst.« Da ging der König ihr Mönche zu den Blindgeborenen hin und sprach zu ihnen, »Habt ihr den Elefanten gesehen, ihr Blindgeborenen?« »Ja, Herr, wir haben den Elefanten gesehen.« »So sagt mir, ihr Blindgeborenen, wem gleicht nun der Elefant?« Die Blindgeborenen, ihr Mönche, die den Kopf des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Der Elefant, Herr, ist wie ein Topf.« Die Blindgeborenen, die das Ohr des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Der Elefant, Herr, ist wie eine Kornschwinge.« Die Blindgeborenen, die den Zahn des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Wie eine Pflugschar.« Die Blindgeborenen, die den Rüssel des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Wie eine Pflugdeichsel.« Die Blindgeborenen, die den Rumpf des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Wie ein Speicher.« Die Blindgeborenen, die den Fuß des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Wie eine Säule.« Die Blindgeborenen, die den Rücken des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Wie ein Mörserkolben.« Die Blindgeborenen, die die Schweifhaare des Elefanten gesehen hatten, antworteten, »Wie ein Besen.« »So ist der Elefant.« »Nein, so ist er nicht.« »So ist der Elefant nicht.« »Nein, so.« Und sie schlugen mit ihren Fäusten aufeinander los. Der König aber, ihr Mönche, hatte daran seine Freude. So sind auch ihr Mönche, die Wandermönche von den anderen Sekten, blind und haben keine Augen. Sie wissen nicht, was wirklich und was unwirklich ist. Sie wissen nicht, was wahre Lehre und falsche Lehre ist. Nicht wissend, was wirklich und was unwirklich, was wahre Lehre und falsche Lehre ist, leben sie in Hader, Zank und Streit. Welche Fragen der Buddha nicht beantwortet? Also habe ich gehört. Einstmals verweilte der Erhabene in Savatthi, im Jetavana, dem Garten des Anathapindika. Da erhob sich im Geist des ehrwürdigen Malunkyaputta, als er sich in Verborgenheit und Einsamkeit zurückgezogen hatte, diese Erwägung. Ansichten, über die der Erhabene keine Erklärung gegeben, die er liegen gelassen und abgewiesen hat, als da ist, die Welt ist ewig und die Welt ist nicht ewig, die Welt ist endlich, die Welt ist nicht endlich, Seele und Leib sind dasselbe, Seele und Leib sind verschieden, der Vollendete ist nach dem Tode, der Vollendete ist nicht nach dem Tode, der Vollendete ist und ist nicht nach dem Tode, der Vollendete ist weder noch ist er nicht nach dem Tode, darüber gibt der Erhabene mir keine Erklärung. Dass der Erhabene mir darüber keine Erklärung gibt, das gefällt mir nicht, das halte ich nicht für recht. So will ich denn zum Erhabenen hingehen und ihn hierüber befragen. Und als es Abend geworden war, trat der ehrwürdige Malunkyaputta hervor aus der Verborgenheit und Einsamkeit, ging zum Erhabenen hin, brachte dem Erhabenen seinen ehrfurchtsvollen Gruß und setzte sich zur Seite nieder. Und zur Seite sitzend sprach der ehrwürdige Malunkyaputta zum Erhabenen also. In meinem Geist, Herr, hat sich, als ich mich in Verborgenheit und Einsamkeit zurückgezogen hatte, diese Erwägung erhoben. Ansichten, über die der Erhabene keine Erklärung gegeben, die er liegen gelassen und abgewiesen hat, als da ist, die Welt ist ewig und die Welt ist nicht ewig. Die Welt ist endlich, die Welt ist nicht endlich. Seele und Leib sind dasselbe. Seele und Leib sind verschieden. Der Vollendete ist nach dem Tode, der Vollendete ist nicht nach dem Tode. Der Vollendete ist und ist nicht nach dem Tode. Der Vollendete ist weder, noch ist er nicht nach dem Tode. Darüber gibt der Erhabene mir keine Erklärung. Dass der Erhabene mir darüber keine Erklärung gibt, das gefällt mir nicht. Das halte ich nicht für recht. So will ich denn zum Erhabenen hingehen und ihn hierüber befragen. Wenn der Erhabene mir die Erklärung gibt, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig, dann will ich bei dem Erhabenen den Wandel der Heiligkeit führen. Wenn aber der Erhabene nicht die Erklärung gibt, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig, dann will ich mich von den geistlichen Übungen lossagen und mich dem gewöhnlichen Leben zuwenden.
Wie ist es denn, Malunkyaputta? Habe ich also zu dir gesprochen? Komm, Malunkyaputta, führe als mein Jünger den Wandel der Heiligkeit. Ich will dir erklären, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig. Das hast du nicht, Herr. Oder hast andererseits du zu mir gesprochen, ich will, Herr, als des erhabenen Jünger den Wandel der Heiligkeit führen. Der Erhabene wird mir erklären, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig. Das habe ich nicht, Herr. So spreche ich also, Malunkyaputta, nicht zu dir. Komm, Malunkyaputta, führe als mein Jünger den Wandel der Heiligkeit. Ich will dir erklären, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig. Und du sprichst auch nicht zu mir, ich will, Herr, als des erhabenen Jünger den Wandel der Heiligkeit führen. Der Erhabene wird mir erklären, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig. Wenn es so steht, du Tor, wer bist du dann? Und von wem willst du dich lossagen? Wenn jemand also spräche, Malunkyaputta, so lange will ich nicht beim Erhabenen den Wandel der Heiligkeit führen, als der Erhabene mir nicht erklären wird, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig, ehe der Vollendete darüber eine Erklärung gegeben hätte, Malunkyaputta, würde der Mensch sterben. Es ist, Malunkyaputta, wie wenn ein Mann von einem Pfeil getroffen wäre, einem Vergifteten, stark mit Gift bestrichenen, und seine Freunde und Genossen, seine Angehörigen und Blutsverwandten einen Arzt, einen Chirurgen riefen. Wenn jener nun sagte, ich werde mir den Pfeil so lange nicht herausziehen lassen, als ich den Mann nicht kenne, der auf mich geschossen hat, ob es ein Kshatriya oder ein Brahmane oder ein Vaishya oder Shudra ist. Oder wenn er sagte, ich werde mir den Pfeil so lange nicht herausziehen lassen, als ich den Mann nicht kenne, der auf mich geschossen hat, welches sein Name und sein Geschlecht ist, ob er lang oder kurz oder mittelgroß ist, ob er schwarz oder braun ist oder gelbe Hautfarbe hat, in welchem Dorf oder Flecken oder in welcher Stadt er wohnt, als ich den Bogen nicht kenne, mit dem auf mich geschossen worden ist, ob es ein Bogen von der Art der Chapa oder von der Art der Kodanda ist, als ich die Sehne nicht kenne, mit der auf mich geschossen worden ist, als ich den Schaft nicht kenne, mit dem auf mich geschossen worden ist, und so weiter. Ehe der Mann all das in Erfahrung gebracht hätte, Malunkyaputta, würde er sterben. So steht es auch, Malunkyaputta, mit dem, der spräche, so lange will ich nicht als des erhabenen Jünger den Wandel der Heiligkeit führen, als der Erhabene mir nicht erklären wird, die Welt ist ewig oder die Welt ist nicht ewig. Ehe der Vollendete darüber eine Erklärung gegeben hätte, Malunkyaputta, würde der Mensch sterben. Das allein. Wenn die Ansicht besteht, Malunkyaputta, die Welt ist ewig, heiliger Wandel möglich wäre, so verhält es sich nicht. Das allein, wenn die Ansicht besteht, Malunkyaputta, die Welt ist nicht ewig, heiliger Wandel möglich wäre, so verhält es sich auch nicht. Mag die Ansicht bestehen, die Welt ist ewig, oder mag die Ansicht bestehen, die Welt ist nicht ewig. In jedem Fall gibt es Geburt, gibt es Alter, gibt es Tod, gibt es Leid und Klagen, Schmerz, Kümmernis und Verzweiflung, deren Überwindung schon auf dieser Erde ich verkünde. Darum, Malunkyaputta, was von mir nicht erklärt ist, das lasst unerklärt bleiben. Und was von mir erklärt ist, das lasst erklärt sein. Und was ist von mir nicht erklärt, Malunkyaputta? Die Welt ist ewig, das ist von mir nicht erklärt, Malunkyaputta. Und warum ist dies von mir nicht erklärt, Malunkyaputta? Weil es nicht zweckdienlich ist, Malunkyaputta, weil es nicht zu den Grundlagen heiligen Wandels gehört, weil es nicht zur Weltabkehr, nicht zur Leidenschaftslosigkeit, nicht zur Aufhebung des Leidens, nicht zum Frieden, nicht zur Erkenntnis, nicht zur Erleuchtung, nicht zum Nirvana führt. Darum ist dies von mir nicht erklärt. Und was ist von mir erklärt, Malunkyaputta? Dies ist das Leiden. Das ist von mir erklärt, Malunkyaputta. Dies ist die Entstehung des Leidens. Dies ist die Aufhebung des Leidens. Dies ist der Weg zur Aufhebung des Leidens. Das ist von mir erklärt. Und warum ist dies von mir erklärt, Malunkyaputta?
Weil es zweckdienlich ist, Malunkyaputta, weil es zu den Grundlagen heiligen Wandels gehört, weil es zur Weltabkehr, zur Erleuchtung, zum Nirvana führt. Darum ist dies von mir erklärt. Darum, Malunkyaputta, was von mir nicht erklärt ist, das lasst unerklärt bleiben. Und was von mir erklärt ist, das lasst erklärt sein. So sprach der Erhabene. Mit Freude begrüßte der ehrwürdige Malunkyaputta des Erhabenen Rede.